direkt, als ich einmal war, war es so lustig, wie die Leute reagiert haben. Einfach auf die Tatsache, dass irgendeiner da auf eine Hausfassade draufmalt. Sie haben auch nicht gewusst, wieso. Dann haben sie es gewusst. Aber dann nicht. Oder? Und dann sind halt Reaktionen gekommen, wie einer ist vorbeigelaufen und gesagt: Du Sauhund! Ja, so. Also, das macht man doch nicht. Eine andere Frau ist gekommen und gesagt: Muss das jetzt auch noch sein? Und hat geschumpfen und so. Und immer zwischendurch ist wieder einer gekommen und gesagt: Was, schön, passiert mal etwas. Es ist einfach so, es hat mir der eine aufgestellt und der andere hat mich wieder so ein bisschen angezogen und der nächste hat mich wieder aufgestellt. Ein Polizist, ein Fahnder, ein Verdeckter ist gekommen und hat gesagt: Haben Sie eine Bewilligung, so, um das zu machen? Und ich sagte: Ja, ja, und haben sie gezeigt. Und dann hat er gesagt: Jetzt müssen wir noch etwas sagen. Ich habe damals an der Planetären ist einer gsi, wo so am Ecke, am Hausecke gestanden ist, so am Ecke geschaut hat. Und dann hat er gesagt: Wissen Sie, vor zwei Nächten bin ich hinten runtergelaufen, die Reichsgasse, und dann sehe ich da unten einen am Ecke, der besselt. Und dann habe ich auch gebesselt. Und dann hat er über fünf Minuten gebesselt, bis er gemerkt hat, dass der sich nicht bewegt. Schöne Geschichte. Und das hat eigentlich, das habe ich eigentlich wollen, oder? Das, damit ich eine Reaktion kann, provozieren bei den Leuten. Ich hatte ein Velo, bin immer auf der Straße rumgefahren. Und ich hatte eine Ausstellung im Kunsthaus damals, im 83. Und dann habe ich die Ausstellung und die Figuren sind alle dort in der Keller, das Kellergeschoss runtergekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die sind Versager dort unten. Die gehören eigentlich Parterre, die gehören auf das Niveau, wo wir uns alle bewegen, weil dort herkommen sie auch. Und darum ist dann die Idee gekommen, ich könnte eigentlich mit denen im Kreis rings ums Kunsthaus an verschiedenen Hausfassaden die herstellen und quasi als weiterer Teil von der Kurbevölkerung Bevölkerung interpretieren. Ich bin ja nicht ein Kopist. Ich kopiere mich auch nicht selber. Also wenn ich jetzt eine Figur muss überholen quasi. Also wenn es ist, am Bahnhof war eine ein Giger. Giger gespielt, mit einem Hut nebendran. Und dann hat die SBB den Bahnhof renoviert und dann haben sie mir angerufen und gefragt, ja, würden sie die Figuren, wenn wir sie jetzt weg, dann würden sie sie wieder machen. Dann habe ich wieder einen gemacht. Und dann habe ich aber, den mache ich nicht gleich wieder. Oder? Dann hat er halt anders ausgesehen. Und dann ist es, sind wieder etliche Jahre vorbeigegangen und dann hat die SBB den Bahnhof nochmal renoviert und die Fassade nochmal renoviert. Und der Maler, der das gemacht hat, der Flachmaler, hat einfach drüber gemalt über meine Figur. Und dann war der SBB entsetzt gewesen, und ich auch ein bisschen. Und sie haben dann aber noch mal einen bestellt, dass sie einen zweiten gerne noch mal einen haben. Dann habe ich wieder einen gemacht, der steht jetzt wieder. Wir hatten als Kinder kein Fernseher, aber immer viel Papier. Weil mein Vater war Tiefbautechniker und die haben im Tiefbau ganz lange Pläne, oder die Strassen sind lang. Und die langen Pläne, die werden so als Handorgel werden die zusammengefaltet. Und wenn die nicht mehr gebraucht worden sind, hat der Papa die heimgeholt. Und die Rückseite war immer blank und dort haben wir einfach gezeichnet, meine Schwestern auch. Endlos viel und wahrscheinlich, weil ich einfach geübt war, mir so auszudrücken, habe ich mir auch weiter wollen, so auszudrücken. Es ist ja eine Form von Kommunikation, was ich mache. Ich male einfach Menschen, weil ich selber einer bin und darum mich selber relativ gut kenne und andere Menschen kennenlernen möchte. Und weil ich finde, für uns, wenn wir uns etwas anschauen, ist das sehr gut interpretierbar. Wir sind gewöhnt, andere Menschen zu interpretieren, andere Menschen anzuschauen, zu verstehen,
wissen, welche Regung jetzt dort gerade vorherrscht, was jetzt einer gerade denkt, was er fühlt, in welchem Zustand das er ist. Und es ist auch spannend, wenn ich das Gesicht habe, kann ich also, meistens so lange dran, bis ich das Gefühl habe, jetzt gibt es ihn. Also jetzt redet er zu mir. Das ist dann nicht mehr eine, man könnte ihm jetzt einen Namen geben, oder man könnte sagen, was ist er, was macht er. Man kann seine Situation im Bild verstehen. Was macht er dort? Was passiert um ihn herum? Wer ist da so im Auge vom Sturm, oder? Quasi in einem Wirbelsturm. Da ist ein ruhiger Pol in dem ganzen Bild. Im Moment beschäftige ich mich eben gerade mit Sitzenden. Weil, also, es hat verschiedene Gründe. Auf einer Seite ist es so, dass unsere Welt sich sehr schnell wandelt. Das ist im Prinzip der Sturm, der ringsum ist. Es ist alles in Bewegung. Und der Großteil der Leute sitzt da und lässt passieren. Der lässt das eigentlich nicht unbedingt direkt an sich herankommen, sondern es ist so, er wehrt sich ein bisschen dagegen. Er lässt sich nicht so leicht in den Strudel hineintreiben, obwohl er hat schon Wind in den Haaren. So, also das ist so ein bisschen, man könnte jetzt plötzlich kommt eine grosse Böe und nimmt ihn auch mit. Und dann ist nur eine von diesen Figuren hinten dran. Stellen eine Gegenwelt dar, wie im Theater auch. Wenn du ins Theater gehst und auf der Bühne ein Stück siehst, dann ist es wie eine Gegenwelt zu unserer Welt. Oder es transportiert dich in andere Räume, in andere Situationen. Und das Gleiche mache ich eigentlich mit einem Bild auch. Man kann mit einem Bild eigentlich den gleichen Effekt haben. Das Bild macht ja eigentlich immer der Betrachter nachher. Ich gebe ja nur Ansätze. Wenn ich ein Gesicht mache, dann sind das ein paar Farbflecken und ihr macht noch, also das Publikum macht nachher eigentlich das Bild daraus. Das Auge vom Betrachter macht das Bild wieder aus diesen Flecken, konstruiert das Bild. Darum bleibt das Bild eigentlich interessanter als die Foto auf längere Sicht, weil wenn ihr das 10 Tage später anschaut oder ein Jahr später anschaut, sieht es immer ein bisschen anders aus und wir uns selber ja ändern, unsere Sicht ändert sich. Wenn ich Figuren bringe, dann ist das für mich wie ein Wort, das man versteht. Und das Wort, das man versteht, gibt schon einen anderen Zugang. Also, ich sehe schon, es ist eine Figur da. Und jetzt kann ich schauen, was macht die Figur? In welcher Situation steht die? Ist sie mit anderen zusammen? Und so etwas aufbauen, das eigentlich das Gegenstück ist zu dem, was im Leben auch passiert. Und ich kann Empfindungen übergeben, ich kann eigentlich ähnlich wie eben im Theater oder im Film, ich kann eine Empfindung, es sind einfach starre Bilder, ich kann eine Empfindung auslösen bei dem, was man anschaut. Und das ist einfach schön.